Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, wir haben Winter, alles eingeschneit. Ja, meint du auch. Bisschen eingeschneit, würde ich sagen. Und ein bisschen kalt ist es. So, naja, wir kratzen, würde ich sagen, fast an der minus 10 Grad Marke. Deswegen ist auch alles hier wirklich krass festgefroren. Wie man sieht hier. Ja, es ist arschkalt. Ich habe mich schon mal freigekämpft hier, also freigemacht den Weg. Weil, ne? Wie man sieht, es hat ein bisschen geschneit. Das Duel liegt auf. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zentimeter das sind. Vielleicht 10, keine Ahnung. Ja. Ein bisschen reingeschneit hat es auch. Müssen wir uns gleich mal noch angucken. Da hinten scheint so, als wenn die Plane ein bisschen defekt ist. Ja. Gucken wir gleich mal. Ja, das ist heute geplant. Wir wollen mal einen Kaltstart machen. Ach ja, übrigens, da hinten, der Hühnerschreck, den müssen wir auch noch mal kalt starten. Damit das mal vielleicht in die Garage kommt, das Zeug. ist vielleicht nicht so günstig, das so lange draußen stehen zu lassen. Hier, guckt mal, wie krass das hier rein, den Schnee reingetrieben hat hier irgendwie. Naja, okay. Da würde ich sagen, genau, wir machen mal einen gepflegten Kaltstart und fahren mal los. So, bevor es losgeht, nochmal einen kleinen Rundgang. Gucken wir nochmal kurz. Gehen wir mal hier durch den Schnee. Kämpfen uns hier vor, wie es denn hier drinnen aussieht. Ja, schön eisig. Hier haben wir auch ein schönes Stillleben. Am Tank auch. Ich hoffe, das tut der Sache jetzt keinen Abbruch hier. Wie sieht es hinten aus? Ja. Ich habe übrigens die falschen Schuhe dafür an hier. Ist vielleicht nicht so günstig. Egal. So, hin geht's ja. Ja, schön. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal noch auf die Seite vom Motor. Ja, wie ihr seht, es hat ordentlich geschneit. Das ist übrigens Gangschaltung, ist gängig. Das ist der Anreißhebel, ne? Das wird gleich interessant. Ist aber alles gängig, sieht gut aus. Krieg mal hin. Ja. Okay, ansonsten, ja, Auspuff ist frei soweit. Ja, alles gut. Ich denke, ich mache bloß mal ein bisschen Schnee hier weg. Armaturenbrett noch ein bisschen befreien vom Schnee. Gucken, ob der Gasgriff geht. Batterie brauchen wir nicht unbedingt, die wird doch leer sein. Und dann geht's los. Aber als erstes mal ein bisschen vom Schnee befreien. Okay, wie ihr gesehen habt, Schnee habe ich jetzt weggemacht, so ein bisschen zumindest. Das ist eher von innen gefroren, weil, ne, wenn der Motor anspringt, wollen wir natürlich auch mal kleine Stücke vorfahren, ne? Wenn es denn geht, ich bin mal gespannt. Wir haben ja bloß Hinterradantrieb. So, also nochmal kurz gucken. Interessant wird, der Motor hat ja auch eine Luftkühlung mit Lüfterrad. Das Lüfterrad sitzt hier dahinter. Das wird bestimmt auch festgefroren sein. Naja gut, das wird sich dann schon lösen. Ansonsten, ich habe schon mal geguckt. Ne, das ist hier der Anreißhebel, der ist gängig. Gangschaltung ist auch gängig.
Benzin ist noch nicht eingefroren. Sieht man, hier ist noch eine kleine Luftblase drin. Benzin gefriert ja auch nicht so schnell ein. So. Ansaugbereich ist auch dicht soweit, das passt. Hier können wir noch ein bisschen was wegmachen. Okay, so, das ist soweit okay hier drüben. Jetzt muss ich bloß mal hier noch ein bisschen was frei machen, damit wir uns wenigstens auch reinsetzen können. Alles knacke fest gefroren hier. Okay. So, Bedienungselemente. Sehen so aus hier. Gucken wir mal, ob der Gasgriff geht. Funktioniert. Prima. So, Tank. Passt auch soweit. Ich sehe gerade, war sogar offen. Normalerweise so ist zu hier. So ist offen, so ist auf Reserve. Ne, weil hier haben sie sich was Geniales ausgedacht. Hier sieht man, wie voll der Tank ist. Hier, halb voll ist der Tank. Oh, also Tank war die ganze Zeit offen. Naja, egal. So, Batterie. Wird schon passen. Ja, okay. So ist übrigens hier meine Aussicht. Wunderbar. Also, ich denke, wir können es mal probieren. Gucken wir noch mal kurz hier hinten, wie es hier so aussieht. So Schnee hier rausmachen. Vielleicht hier unten auch noch mal ein bisschen Schnee raus. Nicht ganz so schlimm wird. Ja, deswegen, wenn man Duo fährt im Winter, braucht man immer einen Besen. Ich bin gespannt, ob wir da nachher rauskommen, weil guck mal, also hier ist echt ordentlich Schnee. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass der Motor anspringt. So, das machen wir jetzt. Also, auf geht's. Alles weit vorbereitet. Hier ist ja auch nicht viel, was man vorbereiten muss. Wir machen Zündung an. Benzinhahn auf, das haben wir schon gemacht. Und jetzt gehe ich raus und versuche mal den Motor zu starten, weil von hier drinnen kann ich probieren. Wird aber schwierig. Ich mache es lieber von draußen. So, wünscht mir Glück, dass das klappt. Aber bevor wir anfangen, Schneeschippen hier. Damit ich ein bisschen besser rankomme. Ja. So können wir es probieren. Achso, eins habe ich noch vergessen. Schok müssen wir noch ziehen. Das ist hier. Schokhebel. Und dann können wir es eigentlich probieren. Das wird interessant. Noch ein bisschen Schnee wegmachen hier. Okay, also wenn wir es zum Laufen kriegen, das Ding, will ich ein Stück fahren. Aber so war es halt damals. Wer behindert war und Duo im Winter gefahren ist. Ich bin garantiert nicht der Erste, der jetzt so vor seinem Duo steht. Im Schnee. Und versucht, das mal laufen zu kriegen. Auf jeden Fall wird einem dann jetzt schnell warm. Hier ist... Klingt nicht so, als wenn hier irgendwas zünden würde. So, mal gucken. Normalerweise haben wir hier auch ein Lämpchen. Das müsste leuchten. Oh! Ui! Ui, klingt ein bisschen rau. Irgendwas klappert hier böse. Krass. Wir haben Leerlauf. So ein bisschen. Jetzt muss ich schnell rüber. Ja.
Erster Gang. Lass mal warm laufen. Wir müssen hier wahrscheinlich hier vorne ein bisschen noch läuft übrigens immer noch mit Schok, ne? Weil ich glaube ohne Schok. Oh, ich habe noch einen ersten Gang drin, so wie es aussieht. Also Leerlauf ist heute abgewählt bei der Kälte. Jawohl! Ja, und damit, vielen Dank für euer Interesse, ja? Feiere ich ja jedes Mal, dass es Leute gibt, die genauso bekloppt sind wie ich und sich sowas angucken, ja. Herrlich. Also wie ihr seht, ist gar nicht so schlecht angesprungen, das Duo. Jetzt fängt schon langsam der Auspuff an zu qualmen hier. Und der Motor ist sogar ein bisschen warm geworden, ganz leicht, ganz leicht. Schön. Ja, ein Duo im Winter. Eigentlich müsste ich jetzt auf die Straße. Eigentlich. Aber das machen wir vielleicht ein andermal. Denn jetzt scheint die Sonne. Und wenn ich auf die Straße fahre, muss es schneien. Ich will einmal Duo im Schnee fahren, wenn es richtig schneit. Das machen wir dann das nächste Mal. Ne? Aber jetzt kann man auf jeden Fall schon mal sagen, läuft, fährt, springt an. Nur Leerlauf ist ein bisschen abgewählt, warum auch immer. Vielleicht ein bisschen eingefroren. Aber nochmal ein kleines Fazit. Das wollte ich euch noch sagen, weil das ist mir gerade noch eingefallen. Wie oft habe ich jetzt dran gezogen am Starter? Weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mal? Das Ding ist ja richtig gut angesprungen. Und der Motor ist nur original Dreigang. Ne? Na, hier tropft es jetzt schon ein bisschen runter, weil es schmilzt. Ein original Dreigang. Wir haben knapp minus 6 Grad. Ich habe Benzin dann aufgemacht, ich habe einen Schub gezogen, ich habe ein paar Mal hier gezogen und das Ding ist angesprungen. Also Respekt, Respekt. Tiefster Winter, krause Duo, auf dieses Verlass. Hätte ich nicht gedacht. Also, muss man echt mal sagen, Daumen nach oben. Das Duo ist wintertauglich, zumindest zum Anspringen. Und wie gesagt, auf der Straße müssen wir auch noch, ob es denn auch straßentauglich ist für die Winterfahrt. Das probieren wir auch noch aus. Aber das dann im nächsten Video. Ach, und guckt mal, das sind die kleinen Ölrückstände, die hier so ein bisschen rauskommen beim Kaltstart jetzt. Aber ich finde, hält sich noch in Grenzen. Für einen Zweitakter ganz gut.